Hallo und herzlich willkommen hier wieder bei LS 2013. Ja, wir testen hier jetzt diesen Düngestreuer da. Der besteht hier aus zwei Komponenten. Einmal das Gestell unterhalb und oben der Düngestreuer. So, zuerst hängen wir mal das Gestell an den Schlepper an. So. Okay, ja. Das war anscheinend verkehrt. Na egal, jetzt ist es wieder gerade. So, das Gestell schaut nicht schlecht aus. Ziemlich blau, muss ich sagen. Die Schrift, ja. Ist auch von LS 2011, deswegen auch nicht so schön wahrscheinlich. Ja, aber so im Großen und Ganzen kann man es eigentlich lassen. Ist jetzt nicht viel zum Meckern. Was ist, wenn wir jetzt nochmal abhängen? Ja, das Stützrad bewegt hier auch. Die Zapfwelle auch. Okay, das passt soweit. Dann ist dieses Gestell hier, das ist der Dings an sich, der Düngestreuer. Den kann man jetzt hier drauf machen oder ich glaube, man kann ihn auch direkt an den Schlepper anhängen. Das werde ich jetzt auch mal testen, ob das direkt auch geht. Das habe ich jetzt noch gar nicht gesehen, dass das direkt auch gehen würde, laut Anhängepunkt. Das muss ich jetzt mal testen. Aber ich denke mal schon, dass das direkt auch geht. Ja. Wenn wir quer drücken. Okay, da stürzt das Spiel anscheinend ab. Ja. Ihr seht es hier, macht die Lok einige Fehler. Wenn ich den angehängt habe. Ja. Okay. Ich starte das Ganze nochmal neu und dann testen wir es mal, wenn wir das Gerät drauf anhängen. Ja, so, hier sind wir wieder. Ich habe jetzt das ganze Spiel neu starten müssen, auf den Task Manager beenden müssen, weil das ganze Spiel sich aufgehängt hat. Also bitte anscheinend nicht direkt anhängen. Versuchen wir es mal, wenn wir die Palette da drauf heben und anhängen, ob es dann klappt. Also bei mir klappt es mit dem direkt anhängen nicht. Ihr habt gesehen, die Lok ist dann voll mit Fehler. Also passt lieber auf damit, so. Okay, so. Etwas wackelig hier, aber egal, das werden wir schon schaffen. Das ist etwas gefährlich. Sieht halt aus, bisschen höher. Fast besser, wenn man das aufhebt und mit dem Schlepper drunter reinfahrt, dass wir mit denen drauf. Außer man kann es natürlich. Das ist was anders. So, die Frage ist, wo muss man den jetzt genau drauf hängen? So ganz verstanden habe ich das Ganze noch nicht, aber. Nee, da nicht. Oh, das geht viel zu schnell. Mal gucken. Normal irgendwie hier so drauf hat es geheißen. Ich glaube etwas nach hinten. So irgendwie. Oder liege ich da falsch? Wir machen es einfach mal so, dann schauen wir mal, ob er vielleicht jetzt irgendwas anzeigt zum Anhängen oder so. Ja. So drauf, irgendwie. Dann zeigt er rechts unten an, quer anhängen, dann drücken wir quer, dann ist er angehängt und die Palette verschwindet. Wenn wir wieder quer drücken, geht das nicht. Weil wir zuerst G wechseln müssen wahrscheinlich. Jetzt hängt er das ab. Nochmal G. Ah, dann geht's. Okay. So, egal. So, also das funktioniert anscheinend, weil hier kann ich auch wieder den Map-Dings bewegen. Wir schauen den Lock. Ja, auch hier hat er wieder ein paar Fehler. Ein paar, ja. Ein paar. Okay, ich scroll jetzt nach oben, also nicht wundern, ne? Aber das nimmt anscheinend kein Ende. Bei mir halt, keine Ahnung, wie es bei euch ist. Egal. Ja, jetzt kann ich wieder nichts machen. Das Spiel hat sie wieder aufgehängt. Ja. Okay. Also bei mir hängt sich das Spiel immer auf. Keine Ahnung, ob das bei euch auch ist. Ich spiele hier nur Original mit der Original-Spiel.
ohne irgendeinen zusätzlichen Mod und so weiter. Also keine Ahnung, ob das jetzt wirklich... Ich denke mal, die Log sagt schon einiges bei mir hier. Dass hier einige Fehler sind, so. Und hier was reinschreiben. Ja, die Log wird vorgeschrieben. Ihr seht es, sobald ich was reinschreibe, das verschwindet gleich wieder, weil er irgendwas mit einer Lua einen Fehler hat. Also bei mir klappt es nicht. Das ist jetzt der zweite Versuch gewesen. Ich breche das jetzt ab, weil anscheinend will der Mod bei mir nicht funktionieren. Ich kann auch kein Escape und so weiter drücken. Wenn ich hier raus bin, so ich drücke Escape oder mit der Maus bewege ich, das geht gar nicht mehr. Aussteigen, kann gar nichts mehr machen. Ja doch, Licht anschalten geht. Ja okay, jetzt geht es nicht mehr ausschalten. Deswegen mache ich hier einfach Exit.